Lena? Wer sind Sie denn? Was machen Sie hier? Wie kommen Sie überhaupt hier rein? Einen wunderschönen guten Morgen. Lena hat mich reingelassen. Wer sonst? So, Lena. Ja, wo ist sie? Sie kommt gleich zurück. Was machen Sie da? Ach das? Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Reiseführer. Der Schlüssel zu den Schönheiten der Welt. Mit Tipps für Tour, Land und Leute. Wollen Sie mal sehen? Ich würde vorschlagen, dass Sie jetzt verschwinden. Gut, Sie kaufen mir 10 Stück ab, sagen wir mal, ich mache einen Sonderpreis und ich bin weg. Kommen Sie, verschwinden. Warum soll ich verschwinden und nicht Sie? Weil ich hier zu Hause bin. Sie sind hier zu Hause? Das ist allerdings neu. So, was soll das wieder heißen? Naja, ich habe hier schon mal ab und zu einen Mann im Morgenmantel gesehen, aber noch keinen, der hier wohnte. So, das reicht. Kommen Sie raus. Hey, aber ganz schnell. Sagt mal, wollt ihr euch prügeln oder was? Nee, aber okay. Ich bin Eike, Dennis Rathne Bruder. Ach, ihr habt euch noch nicht bekannt gemacht. Mein Bruder, mein Doktor. Na, der Gag ist gelungen. So, und jetzt ab in die Küche, mach mal einen Kaffee. Okay. Markus, hast du noch ein bisschen Zeit zum Frühstücken? Naja, das heißt nein. Wir treffen uns mittags bei Aldo, okay? Na klar. Irgendwann in der Nacht wurde ich schnöde verlassen. Ich wollte, dass du allein aufwachst. In deinem Zimmer. Weil du musst dich dran gewöhnen. Woran? An das Zimmer oder an das alleine Aufwachen? Wie findest du Eike? Sympathisch. Wäre auch schön, wenn ihr Freunde werden könntet. Morgen. Ach, Claudia? Was ist denn los? Wie sehen Sie denn aus? Ach, sagen Sie nichts. Berthold Weckerlein ist ein beknackter Egoist. Wieso? Habt ihr Streit gehabt? Viel schlimmer. Er will weggehen. Weggehen? Ja, nach Afrika. Vor 7, 8 Jahren, da hat er dort ein Projekt mitbegründet. Jetzt hat er alte Freunde wieder getroffen, die dort ein Hilfsprogramm aufgebaut haben. Die können ihn mit seinen Erfahrungen natürlich gut gebrauchen. Ja, hat er sich schon entschieden? Nein, noch nicht, aber ich kenne ihn ja. Hier, Ihre Post, die können Sie gleich mit reinnehmen. Oh ja, danke. Guten Morgen. Es ist noch keine Sprechstunde. Ich werde Sie in jedem Supermarkt empfehlen, den ich nicht leiden kann, als Kundenschreck. Okay, dies ist eine gynäkologische Praxis und keine psychiatrische. Du hast einen Mann einziehen lassen. Aber vergiss nicht, ich bin deine Nummer 1, ja? Du darfst mich nicht vernachlässigen. Ich freue mich, dass du glücklich bist. Sag mal, und wie geht's dir, Eike? Na gut, dass du fragst. Ich brenne darauf, dir zu sagen, dass ich ab sofort ein selbstständiger, nahezu erfolgreicher Geschäftsmann bin. Was bist du? Ich habe alle Restbestände eines pleitegegangenen Reiseverlags übernommen. Ja, was heißt das? Hast du dich abgesichert? Weißt du das? Ja. Ich habe 50 Pfennig pro Heft bezahlt. Das heißt, ich werde sie bezahlen. Aber verkaufen werde ich sie für 3 Mark. Mindestens. Also ich meine, wenn das keine Absicherung ist. Wie viele Exemplare? 200.000. 200.000? Das macht 100.000 Mark. Du hast keine 100.000. Naja, nicht ganz. Oh nein. Nein, nicht schon wieder. Ich kann dir diesmal nicht helfen. Verwaltet er schon dein Konto oder was? Tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht sagen. Entschuldigung. Lena, das ist die Chance meines Lebens. Wenn ich die Restexemplare, wenn ich die alle verkauft habe, dann kann ich meinen eigenen Verlag aufmachen. Unter dem eingeführten Namen. Ist alles schon besprochen. Dann bin ich kein popeliger Vertreter mehr, dann bin ich Besitzer. Du bist kein Besitzer, du bist ein Träumer wie immer. Lena. Oh nee. Eike. Lass uns heute Abend darüber reden, oder morgen. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss zur Baustelle. Zum Kuckuck! Ich habe nichts von dir gehört, ich habe nichts von Björn gehört. Und jetzt bist du genauso weit wie vorher. Mit Zwillingen im Bauch. Komm, wir gehen jetzt rüber und machen eine Ultraschalluntersuchung. Nein. Wie, was heißt nein? Weil ich nicht will. Es klingt vielleicht idiotisch, aber ich kann ihn nicht ins Gesicht sehen. Okay, so wird das nicht. Dann sagt mir eine Lösung. Zwillinge und 2 Väter, auch wenn das deiner Meinung nach nicht geht. Und die werdende Mutter mitten im Studium der Juristerei. Mit Björn an deiner Seite muss das kein Problem sein. Er freut sich auf das Baby. Er freut sich auf sein Baby. Ja, was ist denn daran so schlimm?
Ich denke, ihr liebt euch. Du begreifst nichts. Aber auch gar nichts. Die Frage ist doch nicht, wie ich ihn schnellstens dazu bringe, mich zu heiraten. Ich kann nicht einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre. Was ist denn gewesen? Dieser Ramon. Na und? Das war eine Nacht. Okay, du musst dich entscheiden. Du musst wissen, was für dich wichtig ist. Familie, Kinder, Björn. Darüber musst du dir klar werden. Nicht, wer welches Baby gezeugt hat. Ich weiß selbst, dass... Lass mich ausreden. Nicht, wer welches Baby gezeugt hat. Also für die Babys oder gegen sie? Ja, auch. Ist gut. Oh. Hansi, ich sag's Ihnen gleich, ich bin nicht gut drauf heute. Wenn Sie mein persönliches Tageshoroskop zur Kenntnis nehmen würden, wären Sie immer gut drauf. Oh, Hansi, rollen Sie Ihre Fahne ein und verschwinden Sie. Ist nur eine kleine Fahne, Herr Doktor. Ein Wimpelchen sozusagen. Hansi, soll ich Ihnen mal was voraussagen? Bitte. Wenn Sie so weitersaufen, dann kriegen Sie garantiert eine Zirrhose. Soll ich Ihnen die Symptome schildern? Das ist nicht notwendig. Ich bin informiert. Bei mir käme da höchstens eine Zirrhose-Enzephalopathie in Frage. Wie bitte? Na ja. Zirrhose-Enzephalopathie. Stupor. Stand- und Gangschwäche, zwanghaftes Schlafbedürfnis, aber soweit ist das bei mir nicht, Herr Doktor. Wissen Sie überhaupt, wie widerstandsfähig also eine Leber ist? Ein paar gesunde Zellen nur. Und sie kann sich regenerieren, darauf achte ich. Ein paar gesunde Zellen. Ja. Ich habe ganz schön oft Mist gemacht in meinem Leben. Dauernd neue Anfänge. Der letzte sollte wirklich der letzte sein. Wegen Björn habe ich angefangen zu studieren. Es hat sich ja auch ganz gut angelassen. Wenn ich das nicht packe, Markus, dann packe ich nichts mehr. Aber ich werde es nicht packen mit Zwillingen im Bauch. Mensch. Ich bin so verzweifelt. Ratlos. Rede mit ihm. Er wird es verstehen. Wenn ich einen Gentest machen lasse? Deine Zukunft hängt nicht von einem Test ab, sondern von dir. Es wäre aber ehrlicher. Ich weiß, dass es jetzt Vaterschaftstests gibt, die schon im Mutterleib gemacht werden können. Ja, und wozu soll das gut sein? Willst du danach entscheiden? Selektive Schwangerschaft vielleicht? Das eine Baby darf überleben, das andere nicht? Hör auf. Es ist aber so. Du bist unfair. Du weißt genau, was ich meine. Du weißt doch selbst nicht, was du meinst. Such nicht ständig nach einem Vorwand. Denk endlich an deine Babys. Und wer denkt an mich? Lass mich gehen, Eike. Lena. Bitte, ich hab's eilig. Ich muss eine definitive Aussage machen heute. Ich habe 200.000 Bücher. Ich weiß nicht, wie ich sie unter die Leute bringen soll. Mensch, ich brauche Geld für die Werbung, für die Verteilung. Ich habe überhaupt keine Logistik, nur die Werte. Die Werte? Könnte es sein, dass du dich mal wieder überschätzt hast? Wie kannst du sowas sagen, Schwesterchen? In deiner Fantasie funktioniert alles wunderbar, nur die Realität sieht anders aus. Du hast keine Maßstäbe, Eike. So hast du noch nie mit mir gesprochen, Schwesterchen. Du musst deinen eigenen Weg gehen, Eike. Na klasse. Der neue Mann und schon ist kein Platz mehr für Bruder Eike, was? Nein, so ist das nicht. Aber du hast mir jahrelang deine Probleme übergestülpt. Und was hast du getan? Den großen Mann gespielt, wenn es geklappt hat. Oder dich an meiner Schulter ausgeweint, wenn es schief ging. Bitte. Lena, ich brauch dich. Bis heute Abend. Wird er auch da sein? Ja, er wird auch da sein. Eine Patientin ist noch drin, aber er ist bestimmt gleich fertig. Danke für den Kaffee, Mike. So, Frau Bodenmeier, nicht vergessen, was ich gesagt habe, gell? 4 Wochen aussetzen und dann können wir wieder anfangen. Also, tschüss, Wiedersehen. Hallo, mein Schatz. Claudia, ich gehe jetzt was essen. Und am Nachmittag bin ich in der Klinik zu erreichen, okay? Hunger? Zu Aldo? Zu Aldo, Sisi. Das ist eine Frau, die ist klug und weiß, was sie will. Ja, ja, genau die Richtige für unseren Doc. Du bist ja falsch angeflockt. Eifersucht war festlich. Ich und eifersüchtig.
Der Doc und ich, wir haben uns ausgesprochen. Ich bin nichts für ihn und er ist nichts für mich. Du sprichst mit ihm über sowas? Warum nicht? Wir haben ein richtig gutes Vertrauensverhältnis. Du spinnst ja. Vergleich doch mal, dich würde er nie nehmen. Dir fehlt das gewisse Etwas. Was fehlt? Das gewisse Etwas. Das kann man nicht beschreiben. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Und du hast sie nicht an. Tutto bene? Noch einen Wunsch? Tutto bene. Na, alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Ärger? Wieso? Na, du isst ja gar nicht. Ist dir der Überraschungsbesuch deines Bruders auf den Magen geschlagen? Nein, was soll denn die Fragerei? Ich will dir helfen. Das ist alles. Entschuldige. Wir müssen sparsam sein mit unserem Streit, nur wenn es sich partout nicht vermeiden lässt, ja? In Ordnung. Dann erzähl mir aber auch von deinem Ärger. Mit mir, mit deiner Arbeit, mit anderen. Ich muss jetzt gleich auf eine Baustelle fahren, auf der es partout nicht vorwärts geht. Komm doch mit. Allerdings musst du warm angezogen sein. Die Heizungsleute waren nämlich noch nicht da. 2 Stunden habe ich Zeit. Aber dann muss ich in die Klinik. Hallo, Ines. Hallo. Ehe Sie zu schimpfen anfangen, die Heizungsmauer rücken morgen früh an. Punkt 6. Sonst riskieren Sie eine saftige Vertragsstrafe. Und anschließend können die Maler gleich weiterarbeiten. Was sagt das Baby zu an? Es ist nicht zufrieden, ich spür's. Es macht mir schon den ganzen Tag das Leben schwer. Wann ist es denn soweit? Am 8. soll es kommen. Vielleicht am 9. Ah. Ach so, das habe ich ganz vergessen. Das ist Dr. Metti. Guten Tag. Hallo. Genau der Richtige für Sie, Ines. Frauenarzt. Es kann also nichts schiefgehen. So, nun wollen wir mal sehen, woran es noch fehlt. Hallo, Lena. Hallo, Erik. Es ist ein Bekannter, Dr. Martin. Scott. Guten Tag. Körber. Gut, dass Sie da sind. Oben ist die Dielung nicht in Ordnung. Da steht ein Brett über. Der ganze Fußboden ist krumm und schief. Und die Abschlüsse stimmen auch nicht. In welchem Zimmer? Im Kinderzimmer. Warten Sie, ich zeig's Ihnen. Das mache ich mal aus allein. Nein, nein. Du bist immer zu großzügig. Wir bezahlen viel Geld, da kann man auch ordentliche Arbeit erwarten. Sie ist halt sehr genau. Oh, oh mein Gott, was ist denn das? Es tut auf einmal so weh. Oh. Kommen Sie, setzen Sie sich da. Langsam, ganz langsam. Darf ich mal? Es ist plötzlich so nass da unten. Sie sind doch Doktor. Ja, so machen Sie halt was. Ganz ruhig, junger Mann. Da will jemand vorzeitig auf die Welt. Die Fruchtblase ist geplatzt. Lena, sei so gut. Ruf einen Krankenwagen, sag in der Klinik Bescheid. Und Schwester Doris soll alles vorbereiten. Mach ich. Schon besser. Schwester Doris. Moment, ja. Suchen Sie irgendwas Weiches als Unterlage. Ja, klar. Ich bin an allem schuld. Ja, ist auch. Ich hätte nicht hierher fahren sollen. Aber ich hatte mir so fest vorgenommen, wissen Sie? Das Kind kommt in diesem Haus zur Welt. Jetzt geht's wieder los. Ganz ruhig. Ich bin bei Ihnen. Es wird alles gut. Wünsche haben die Leute. Willi, das Spiel heißt Mensch, ärgere dich nicht. Hält sich sowieso keiner dran. Kunststück, wenn die Welt voll ist mit Stress und Frust. Schauen Sie sich doch mal an. Wer will sich denn auf so anspruchsvolle Weise unterhalten? Henriette und die frühere Wirtin von Dr. Martin. Wollte der nicht überhaupt heute kommen? Der ist unterwegs zu einer Entbindung, ist wohl früher losgegangen. Wird sich Frau Rokaberle aber freuen, dass er erst später nach Henriette sehen kann. Kann sie sich mit ihrer Freundin ein bisschen länger ärgern. Nicht, Willi, nicht. Ganz ruhig. Es ist noch nicht so weit. Es ist sozusagen die Ouvertüre, die ersten Wehen. Den Rest spielen wir dann in der Klinik unter vernünftigen Verhältnissen. Ich wollte nicht, dass meine Mutter es gleich unter
ihre Fittiche nimmt. Wir wohnen noch zu Hause. Ja, ich kenne das. Nichts würde ich richtig machen. Ines, ich verspreche Ihnen, ich kümmere mich hier im Haus um die Bauarbeiten. Wenn Sie mit dem Baby aus dem Krankenhaus kommen, dann wird ja alles schon viel weiter sein. Ah, der Krankenwagen. Keine Sorge, wir schaffen es schon bis zum Klinik. So, und jetzt ruhig atmen, ganz ruhig atmen. Und es wird ein Wonnetropfen, ich spüre. Alles von den Arbeitern. Sogar Decken haben wir hier und Kissen. Die faulenzen mehr, als sie arbeiten. Halt durch, Meise. Kommen Sie hier lang. Ist doch ganz egal. Das ging aber schnell. Nein! Ganz vorsichtig. Das kann doch sowieso noch nicht. Spinat, wir fahren in Jeremias. Der Kenning kann es auch nicht. Es hat doch keine Ahnung von Brennwerttechnik oder ökologisch unbedenklichen Farben. Komm, und deiner Mutter werde ich schon die Meinung geben. So, jetzt beeilen wir uns. Aber wir schaffen es. Nur die Ruhe. Alles wird gut. Kommen Sie, wir fahren nach. Ja. Und jetzt machen wir alles so, wie Sie es in der Vorbereitung gelernt haben. Sie waren noch in der Vorbereitung. Ja, ja. Na, großartig. Da wird es viel leichter. So, jetzt atmen, tief atmen. In den Bauch hineinatmen. Mehr. Macht sie doch gut, Doktor, ne? Wie ein Profi. Schön, mal wieder mit Ihnen zusammenzuarbeiten. So, und jetzt das Ganze nochmal. Und pressen. Fester pressen. Noch mehr. Mehr. Oh Gott, wenn die Heizungsleute morgen wieder nicht kommen. Was will sie denn jetzt mit Heizungsleuten? Das ist eine lange Geschichte, Schwester Doris. Suchen Sie jemanden? Das kann man wohl sagen, meine Frau. Und den Doktor. Nadine. Ach, Sie sind das. Ach je, das spielt sich alles schon im Kreißsaal ab. Na, kommen Sie mal. Ich muss Ihnen dann aber was anderes zum Anziehen geben. In den Straßensachen können Sie da nicht rein. Nein, nein, also ich gehöre eigentlich gar nicht mit dazu. Doch, bitte, komm jetzt doch mit. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das allein durchstehe. Die Ines hat bestimmt nichts dagegen. Und ich auch nicht. Nicht verkrampfen, Junge. Sie müssen alles auf da unten konzentrieren, auch das Atmen. Wir haben es gleich geschafft, nicht wahr, Doktor? Beim nächsten Mal, denke ich, ja. Was ist denn? Ich bin's, Mausilein. Die Lena habe ich auch mitgebracht. Ist schon gut. Ist mir alles recht jetzt, wenn es nur bald vorbei wäre. Oh, sammeln Sie schon mal Ihre Erfahrungen, Lena, wenn Sie hier liegen. Oh. Pressen, pressen jetzt. Jetzt kommt's drauf an. Noch ein Anlauf. Ja. Da haben wir sie. Das ist eine junge Dame. Jawohl, sag, dass du da bist. Willkommen, kleines Fräulein. Das ist dein Papa und das ist die Mama. Ein bisschen zerzaust, aber das gibt sich. Und Besuch hast du auch schon. Ich bin Ihnen ja so dankbar, Doktor. Ach was. Jetzt schlafen Sie sich erst mal aus. Es wird gar nicht mehr lange dauern. Dann kommt sie zu Ihnen und hat Hunger. Helfen Sie mir beim ersten Mal? Ist doch gar keine Frage. Hallo, Charlie. Hallo. Zwei Sandwich, zwei Kaffee und vor allem ein freundliches Gesicht. Wir haben gerade ein Kind geboren. Mhm. Sie? Glückwunsch. Das ging ja schnell, ne? Na, was sagst du? Ich bin eine Frau, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt, so ganz sachlich. Eine einzige Liebesnacht bringt so etwas Großartiges hervor. Und ihr schreit sie nur an. Hecheln, pressen, raus damit. Gedanken hast du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da so liege. So? Und warum nicht? Es ist mir unheimlich. Wenn der erste Schrei ertönt, da kommt etwas auf einen zu, dem ich mich nicht gewachsen fühle. Mit einem Mal bist du nicht mehr nur für dich selbst verantwortlich. Na, Charlie? Ich hätte da heute die vorzügliche Wilma Soljanka im Angebot. Ich habe an ihr gearbeitet. Es ist jetzt auch eine Prise Rosmarin dran. Das gibt dem Ganzen so etwas Französisches. Russische Soljanka. Mit französischem Flair. Wow. Also? Danke, nein. Was ist mit Henriette? Versorgen Sie sie gut? Sie ist meine erbarmungsloseste Kritikerin. Ich habe schon oft an ein Kind gedacht. Schon ehe es dich gab. Man möchte es, aber die Zeit läuft davon. Du hast einen Auftrag, bist froh, dass du den Anschlussauftrag hast. Und so geht es weiter und weiter.
Und, wie geht's Henriette? Sie reißt sich zusammen. Ich gehe gleich zu ihr. Wahrscheinlich kann ich sie morgen entlassen. Sie bleibt vorerst bei Marthe. 2, 4, 6. Da, raus. Bist du wieder raus? Bin ich schon wieder raus. Beste. Sie ärgert dich halt. Ich kenne Leute, die werden rot vor Wut, wenn sie das spielen. 6? Siehste, kann ich einsetzen. Warum soll ich mich da ärgern? Ja, weil es dich sonst nicht durchsetzt. Siehst du es ja, da und fliegst raus. Na und? Jetzt ärger dich. Die Mitspieler wollen auch einen Freund haben. Seid ihr schon wieder dabei? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Du musst bloß Charlie sagen, er soll mich nicht so mästen. Du bist nun mal die Testperson für sein Feinschmeckerlokal. Wie kommst du mit diesem herzlosen Weib da aus, das seine Untermieter auf die Straße setzt? Manche Leute muss man eben zwingen zu ihrem Glück. Geht's dir nicht gut? Oh, mir geht's hervorragend. Ich soll dich übrigens von ihr grüßen. Danke. Soll ich dir Glück bringen? Naja, jedenfalls hast du dich bemüht. Ich werde dich morgen noch mal untersuchen. Und dann kann ich Martha ja abholen. Ein schönes Zimmer kriegt sie. Ein so gemütliches Zimmer. Ja, ein bisschen ärgert er sich schon. Rocky, was machst du denn hier? Hallo, Markus. Ich... Bitte hilf mir. Du hast also immer noch nicht mit Björn geredet. Mit dem kann man doch überhaupt nicht mehr reden. Der hat heute Morgen sogar einen Prozess vom Landgericht vergessen, weil er unbedingt Strampelanzüge und Babyklappern kaufen musste. Markus, ich möchte den Abbruch. Bist du deshalb hierher gekommen? Ich hatte gehofft, es würde mich abschrecken oder ermutigen. Okay. Ja, ich weiß. Wenn ich die Kinder verliere, verliere ich auch Björn. Ich möchte das nicht. Aber es geht eben nicht anders. Ich kann ihn nicht belügen und ich kann ihm schon gar nicht die Wahrheit sagen. Hör zu. Solange du dir selbst was vormachst, kann dir keiner helfen. Ich sag's dir nochmal, rede mit Björn. Und wenn er mich rausschmeißt? Kommst du eben wieder zu mir. Richtig spannend wird's doch erst, wenn ihr miteinander geredet habt. Dann hast du nämlich keine Ausreden mehr. Das ist keine kinderfreundliche Welt, mein Lieber. Auch wenn du dich über jedes Neugeborene freust. Sie sind unschuldig, hilflos. Aber weißt du auch, was aus ihnen in 10, 20 Jahren geworden ist? Aus all denen, denen du auf die Welt geholfen hast. Du bist ein verdammter Egoist. Du denkst nur an dein Eckchen. Kinder zur Welt bringen. Und dann lasst er sie allein. Na? Geh zu Björn. Wenn du willst, bringe ich dich bis vor die Haustür. Aber nicht weiter. Ihr seid meine Freunde. So kann das nicht weitergehen. Ich werde nichts tun, ehe Björn nicht genauestens Bescheid weiß. Ach ja. Und was ist mit mir? Mit mir hat das Ganze wohl überhaupt nichts mehr zu tun. Was seid ihr Kerle doch bloß für miese Typen? Hallo, guten Abend. Hallo. Ist Lena noch gar nicht hier? Sie muss ja noch mal auf die Baustelle. Sie kommt später, soll ich ausrichten. Sie haben das Große losgezogen, Herr Doktor. Ja, ich weiß. Auch ein? Ja, warum nicht? Jetzt, wo wir unter einem Dach zusammen wohnen, sollen wir uns da nicht duzen? In Ordnung, einverstanden. Prost, Heike. Prost, Markus. Sie war... Du bist nicht oft hier. Der Job. Ständig unterwegs, aber das ändert sich jetzt. Ich habe ein Riesenprojekt am Wickel. Ich übernehme einen Verlag. Aha. Einen Verlag für Reiseführer. Ich werde unter dem eingeführten Namen was völlig Neues aufziehen. Ich meine, Reiseführer, die gibt es zu Hunderten.
Aber das, was ich vorhabe, ist was ganz Besonderes. Ich möchte aktuell und präzise berichten. Profis werden vor Ort recherchieren und das Leben zeigen, außerhalb von diesen Nepp-Hotels und Touri-Hochburgen. Es wird eine kleine Revolution geben. Sowas ist nicht einfach. Das ist schon einfach. Klar, es wird ein paar Anstrengungen kosten. Braucht Ideen, braucht Kraft. Und Kapital. Wie meinst du das? Ja, du wirst den Verlag nicht umsonst bekommen. Ach so. Na klar, aber ich denke, die Finanzierung ist gesichert. Na dann, Glückwunsch. Glaubst du mir nicht? Was hat Helena gesagt? Nichts, gar nichts. Naja, es gibt Höhen und Tiefen. Aber wir helfen uns nicht nur in den Talsohlen. Und so soll es auch bleiben. Ja, ich werde mich nicht einmischen. Das ist gut so. Ein bisschen erwarte ich das allerdings auch von dir. Ich habe noch zu tun. Guten Abend, wohnt Herr Dr. Martin bei Ihnen? Seine Wirtin sagte, er sei umgezogen. Ist er da? Der Herr Doktor. Selbstverständlich ist er da. Ich muss ihn sprechen. Es ist dringend. Herr Untermieter! Besuch, Doktor, Besuch! Ja, hallo. Du brauchst mir gar nichts schonend beizubringen. Ich weiß alles. Okay, ist weg. Was? Ja, war sie bei dir? Ja. Hast du mal zwei Gläser? Natürlich. Sie hat mir einen Brief hingelegt, in dem sie mir alles erklärt. Sie kann es mir nicht sagen, schreibt sie. Klingt alles furchtbar kitschig. Sind sogar Tränen drauf. Scheinen echt zu sein, zum Wohl. Ja, so kitschig klingt das aber nicht. Sind Zwillinge, nicht? Ja. Wahrscheinlich von irgendeinem Ramon. Ich wette, der hat lange pomatisierte Haare und trägt einen Haifischzahn auf der behaarten Brust. Komm, hör auf, Björn, das bringt's doch nicht. Du hast recht. Aber warum hat sie mir es nicht gesagt? Hättest du sie verstanden? Ich weiß nicht. Aber jetzt verstehe ich sie. Und es ist mir scheißegal, ob sie mir ähnlich sehen oder nicht. Die Zwillinge. Wissen Sie das eigentlich? Warum? Ich erinnere mich nicht mal mehr daran, dass sie in Gran Canaria gewesen ist. Ja, verdrängen hat ja auch keinen Zweck. Warum nicht? Soll ich da hinfliegen und diesem pomatisierten Typen die kariösen Zähne einschlagen und Torki dann zurückschleppen? Sie ist nicht bei. Tatsächlich? Hilf mir bitte, Markus. Ich will und ich kann nicht mehr ohne sie leben, das weiß ich jetzt. Ich könnte heulen, dass nichts mehr von ihr herumliegt. Immer hat sie was herumliegen lassen, aber richtig Sehnsucht nach ihrer Schlamperei. Hilf mir bitte. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wirklich nicht. Oh Gott, ich hab Angst. Also wenn sie den Babys irgendetwas... Ach du Scheiße. Wo ist sie? Wo finde ich sie? Sie hat mir versprochen, zu mir zu kommen. Sie hat es dir nicht ins Gesicht sagen können, aber sie hat es dir anders gesagt. Und jetzt wartet sie auf deine Antwort. Aber die kennt sie doch. Nein, die kennt sie nicht. Ich gehe zu ihr. Ja, und wo ist sie? Ja, wo ist sie? Alter, du kannst hier schlafen. Sie kommt morgen, da bin ich mir ganz sicher. Na, hoffentlich. Worüber grübelst du nach? Über uns? Ach was? Björns Besuch oder dieses Mädchen Horki? Sie ist eine gute Freundin, aber sie steht sich dauernd selbst im Wege und das ist mit Björn nicht anders. Ich hoffe, er irrt jetzt nicht mit dickem Kopf durch die Stadt, um sie zu suchen. Weißt du, was das Schlimme mit dir ist? Dass du überall nur gute Freundinnen hast. Ist das nicht schön? Wie ist das eigentlich mit deiner pingeligen Freundin Ines? Haben wir noch lange mit ihrem Haus zu tun? Oh, das kann dauern. Na? Gut geschlafen? Ja, schon. Nur? Nur? Ich habe über das Haus nachdenken müssen. Im Vorratskeller wollen wir doch so Regale einbauen. So ganz natürliche aus Holz, wissen Sie? Aber jetzt ist mir eingefallen. Ich glaube, es ist Zeit für das Baby. Wie soll die Kleine denn nun heißen? Wir sind uns noch nicht einig. Zeit, über das Kind nachzudenken, habt ihr nicht. Aber ob am Kellerfenster noch ein Mäusegitter fehlt. Wir freuen uns doch so.
Wir gehören doch jetzt zusammen, wir drei und das Haus. Verstehen Sie das nicht? Doch, doch, ich verstehe es. Ich habe ja auch mal so angefangen. Nur, dass wir drüben damals alles selber machen mussten. Baugrube ausheben, Zement organisieren, jeden einzelnen Nagel, dem Dachdecker um den Bart gehen. Nerven hat das gekostet. Und Kraft, viel Kraft. Deshalb hat man auch so dran gehangen. Ich hole jetzt die Kleine. Guten Morgen. Na, wie geht's? Na, wie soll es einer gehen, die nur Baupläne und Wasserwagen im Kopf hat? Martha, bitte. Komm. Markus, nun übertreib nicht. Mir geht's schon wieder ganz gut. Ach was, Watte hast in den Knochen, das sieht doch jeder. Aber ich füttere dich raus. Na, das hat nicht mal Charlie geschafft. Ja, weil er es falsch anpackt, der Depp. Immer die Experimente, eine Prise des, eine Prise jenes. Ein Gericht ist historisch gewachsen, verstehst du? Über Jahrhunderte, da verändert man nichts. Oder kannst du dir eine Schweinshaxe mit Erdbeermus vorstellen? Mit Erdbeermus kann ich mir nicht vorstellen. Ja, na, siehst. Soll ich euch sagen, worauf ich Appetit hätte? Auf was? Was ganz Einfaches. Eintopf. Ein Bichelsteller. Ja, von jedem muss was drin sein und ganz bunt muss er aussehen. Ich koch dir heute einen. Ja. Kommst du auch vorbei, Markus? Würde ich gerne tun, aber ich habe eine Verabredung. Hoffe ich. Ich wünsche euch trotzdem einen guten Nachhauseweg. Ach, übrigens, grüß Sie schön von mir. Aber nicht von mir. Ja, Maike, war Frau Hortense Müller hier? Hat jemand für mich angerufen? Nein, doch niemand. Doch, eine Frau vorhin. Ja, und? Sie hat gesagt, der Eintopf sei fertig, ob Sie nicht vielleicht doch kommen wollen. Der Eintopf? Ja. Nein. Was ist los mit ihm? So mies ist er selten drauf. Nur wenn er keinen Rat mehr weiß. So, haben wir nun alles abgearbeitet, Ines? Ich glaube, ja. Das heißt... Ja, ja. Wenn ich nicht wäre, würden die Handwerker uns auf dem Kopf rumtanzen. Ich meine doch bloß. Da fällt mir noch was ein. Die feuerfeste Tür zum Heizungsraum, haben Sie die geliefert? Sie ist da eingebaut und hat sogar gepasst. Na, das ist ja wirklich mal ein Wunder. Na, in so einer fröhlichen Runde fühlt sich ja wohl jedes Baby wohl. Auch wenn die Kleine noch immer namenlos ist. Hat sie denn ordentlich getrunken? Aber ja. Und sogar das erste Bäuerchen bei ihrem Vater gemacht. Das Vergnügen können Sie jetzt öfter haben. Würde er ja gerne. Lieber heute als morgen. Bloß, solange wir noch hier bleiben müssen. Das Haus, ich weiß. Frau Architektin, geht denn dort auch ohne die Wöchnerin alles voran? Wir liegen gut in der Zeit. Das Baby hat die Bauleute motiviert. Tja, Frau Gröber. Ich denke, Dr. Mertin wird morgen entscheiden, wann wir Sie nach Haus lassen können. Oh ja? Nach Hause, habe ich gesagt. Nicht ins Haus. Auch wenn dort unterdessen die Heizung funktioniert. Sie funktioniert doch, ne? Hm? Ja, ja. Den Probelauf haben wir hinter uns. Hast du darauf geachtet, dass die Heizkörper richtig entlüftet sind? Sie gluckern doch nicht. Nein, sie gluckern nicht. Na, hoffentlich. Das beeinträchtigt die Heizleistung, steht in der Anleitung. Ich merke, haben Sie noch so einiges miteinander zu bereden. So, Frau Fischer, das ist wahrscheinlich nur eine kleine allergische Reaktion. Wir werden am Dienstag die Tests abwarten und dann rufen Sie mich am besten noch mal an. Wiedersehen. Okay. Hallo, Markus. Komm gleich mit rein. Hortense Müller, ist das ein kaputter Name? Dritter Monat Zwillinge. Der Doc steht auf Problemfälle, hm? Jeder ist ein Problemfall. Hast du das noch nicht mitgekriegt? Na, wie geht es dir? Sieht man mir das nicht an? Sag mir, was du über dich herausgefunden hast. Und vor allem, wie geht es den Zwillingen? Was willst du hören?
Das komplette Eingeständnis einer Niederlage? Nach Paragraph. Hör auf, Horki. Ich dachte, wir würden uns besser verstehen. Ich war heute früh zu Hause, als er von dir kam. Eure Welt wird bald wieder in Ordnung sein. Horki. Keine Aufregung, Mann. Es siegen immer die Zwänge, nie die Träume. Das habe ich inzwischen gelernt. Wir werden heiraten. Keine Sorge, selbstverständlich wirst du eingeladen. Er hat das Hotel auch schon ausgesucht, in der Schweiz. Und das geht gut? Sehr gut sogar. Ich richte mich ein in eurer Männergesellschaft. Wenn Björn es will, wird es den Zwillingen gut gehen. Wenn Björn es will, werde ich zu Ende studieren. Und wenn Björn es will... Hör auf. Gefällt dir das nicht? Die Welt ist doch so. So, und jetzt möchte ich wissen, wie es um die Zwillinge bestellt ist. Okay. Wir gehen rüber. Hallo, na? Alles in Ordnung? Grüß Gott, Herr Hollerer. Ich wusste damals gleich, dass es ein Junge wird. Sie wirken vor der Geburt so entschlossen. Ein Junge ist gut. Obwohl, das Geschlecht spielt keine Rolle. Die Erziehung macht's. Gerade in dieser Zeit. Sie werden Ihrem Sohn doch eine richtige Erziehung angedeihen lassen. Was da an den Ecken herumhängt, betteln und randalieren. Alles Resultate mangelhafter Erziehung. Und wie geht's dann weiter? Eltern, die selber nicht erzogen sind, erziehen Kinder. Machen Sie einen guten Jungen aus ihm. Einen Mann. Du wirst so, wie du werden willst. So, wie es gut für dich ist. Keiner soll über dich bestimmen. Oh, wie süß. Sind Sie auch Patientin bei Dr. Mertin? Ja, ich hab's nicht mehr in die Klinik geschafft. Da ist der Bub bei ihm zur Welt gekommen. Ich krieg auch ein Baby. Trauen Sie mir nicht zu, gell? Ist aber so. Und wenn, habe ich gesagt, nur bei Dr. Mertin. Ja, Herr Paul hat nicht viel Zeit. Warum sagst du immer Herr Paul zu mir? Das ist doch komisch. Was sollen die Leute denken? Ach, guten Tag, Frau Kuster. Grüß Gott. Grüß Gott. Erstens immer noch Diät. Mohrrüben. Kohlrabi. Bei Ihnen bringt's doch gar nichts. Sind doch eh schon zu mager. Meine Waage ist nicht so freundlich wie Sie. Der Typ, der auf Magersucht steht, ist reumütig zurückgekehrt. Deshalb. Was macht der Heiratsschwindler? Sitzt er? Bewährung haben sie ihm gegeben, dem Lothar. Der Herr Paul sagt auch, dass er ihm ein bisschen leid tut. Der Herr Paul? Ja. Er hat mich hier begleitet. Dauert's noch lang? Sie sind die Nächste. Und Herr Doktor, wie sieht's aus? Die beiden entwickeln sich prächtig. Mädchen? Vielleicht. Vielleicht auch das Gegenteil. Es ist noch zu früh. Zwei Buben. Die Katastrophe wäre komplett. Einer sieht aus wie Ramon, der andere wie Björn. Die Diskussion hatten wir schon. Schluss damit. Du hast dich entschieden. Es sind deine Zwillinge. Markus, vielleicht sind sie ja doch beide von Björn. Okay. Warum kannst du nicht aufhören, mir dauernd Probleme zu machen? Frau Kuster, bitte. So, wir werden als allererstes den Ultraschall machen. Nehmen Sie bitte Platz. Hören Sie nicht, wie sie schreit? Vor Schmerzen? Die Mohrrübe. Wollen Sie mich verkohlen? Ich bin Gärtner und habe ein besonderes Verhältnis zu Pflanzen. Vieles habe ich schon selbst ausprobiert. Zum Beispiel, dass man Tomaten loben und streicheln muss. Loben und streicheln? Dann tragen sie mehr und die Früchte schmecken viel besser. Sie werden trotzdem gegessen, obwohl sie schreien. Praxis Dr. Hockendorf, Dr. Mertin, Schwester Maike, guten Tag. Ah ja, Moment, ich frage ihn. Doktor, Ihr Freund, der Rechtsanwalt Björn, ist am Telefon. Er möchte mit Ihnen zum Mittagessen, es sei sehr dringend. Okay. Hallo? Der Doktor sagt in einer Stunde. Gut, wiederhören. Es gibt viele Beweise, dass Pflanzen fühlen. Sie wissen, Mimosen schließen sich bei der geringsten Berührung. Tun mir nichts, sagt sie. Ich habe Angst. Wissenschaftler haben sie betäubt mit Äther. Und die Mimosen blieben, wie sie waren. Sie fühlten nichts mehr. So, hier ist es.
sehe nichts. Sie können reden, was Sie wollen, Herr Doktor, ich sehe nichts. Schauen Sie mal da. Ein unruhiger Geist scheint mir. Das hat sicher von ihm. Macht Ihnen die Sache mit Lothar noch sehr zu schaffen? Jetzt nicht mehr. Es gibt da jemand anders. Frau Kuster. Jetzt denken Sie sicher schlecht von mir. So schnell nach sowas und dann mit dem Baby. Aber nein, ich freue mich doch. Aber ich habe Angst. Hoffentlich hat er nichts Schlechtes vom Lothar mitgekriegt. Sie werden es so erziehen, dass es ein ehrlicher Mensch wird. Es könnte auch sein, dass es ein Mädchen ist. Und Mädchen sind keine Heiratsschwindler. Es ist ein Mädchen? Vielleicht. Sagen wir mal so, die Chancen stehen 50-50. Wenn es nur gesund ist, ist mir alles egal. Und dem Herrn Paul sowieso. Wissen Sie, was er gesagt hat? 7 Jahre putzt sie jetzt bei mir. Und keiner ist auf die Idee gekommen. So was Damisches aber auch. Das Glück hätten wir schon viel früher haben können. Ehrlich gesagt, ich bin schon manchmal auf die Idee gekommen. Ah, Dottore, wie schön, Sie sind wieder fröhlich. Na, wieder ein Kind zur Welt gekommen? Ja. Es ist immer ein so schöner Grund zum fröhlich sein, nicht? Man muss feiern, zum Dank. Und trinken nicht vergessen, trinken, 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 damit das immer wieder klappt. Geschäfte machen. Na, Aldo sagt, ich sehe fröhlich aus. Mhm. Ja, du siehst auch fröhlich aus. Ist das nicht ein schöner Tag? Es kommt drauf an, was du hinter meinem Rücken mit Horki ausgekunkelt hast. Na ja, sie hat mich zu eurer Hochzeit eingeladen. Und wie findest du die Idee? Hervorragend, wenn es wirklich ernst gemeint ist. Ich liebe sie. Trotz allem, was passiert ist? Es ist nichts passiert, okay? Ich glaube nicht, dass das Verdrängen eine Basis ist, auf der man eine Ehe aufbauen kann. Der erste große Streit und die Vergangenheit wird hervorgezerrt. Björn, es geht nicht um Horki. Es geht vor allem um die Kinder. Gregor? No, grazie. No, grazie. Ich weiß, Dottore, Sie haben Probleme, viele Probleme. Und das ist mir eine große Ehre, dass Sie all Ihre Probleme bei mir im Restaurant besprechen, wohlgemerkt. Aber wer Probleme hat, isst nicht. Hat keine Freude zum Genuss. Sie haben viele Probleme, Dottore. Und das ist nicht gut für mein Geschäft. Ich hatte genug schlaflose Nächte, darüber nachzudenken. Ich habe es hin und her gewendet. Es bleibt dabei. Ich kann und ich will nicht ohne Sie leben. Was ist das? Edelmut? Oder nur die Angst vor dem Alleinsein? Ach Mensch, du verstehst überhaupt nichts. Ich sehne mich nach Ordnung. Nach einer kleinen Familie, in der man sich wohlfühlt. Einfach wohlfühlt. Und alle freuen sich, wenn du abends nach Hause kommst. Ich weiß, das klingt spießig, ist aber mein Ernst. Also Horki möchte... Nein, 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 das spielt überhaupt keine Rolle mehr für mich. Es werden meine Zwillinge sein. Ich werde sie lieben und großziehen. Viele machen das so. Und das sagst du? Ja. Ich fange an, mich richtig kennenzulernen. Ich werde für die beiden alles tun. Ich werde waschen, bügeln, 2 Falten raus, 1 rein. Ich weiß schon alles über Babykost. Soll ich dir mal zeigen, wie man sie beim Baden hält? Stell dir vor, ich bin dahinter gekommen, dass ich nicht 14 bis 16 Stunden am Tag arbeiten muss. Ich habe 2 Kanzleien, wunderbare Mitarbeiter, die machen das für mich, als ob ich Zeit, viel Zeit. Oh Mann, oh Mann. Ich habe gerade einen Kinderwagen gekauft. Auch die weiß noch gar nichts davon. 2 Sitzer, so ein richtiges Sportcoupé. Die wollten ihn nach Hause liefern, aber ich habe ihn durch die Stadt geschoben. Ein paar Leute haben blöd gegrinst, aber mir hat's Spaß gemacht. Richtig Spaß. Bist du auf deine alten Tage doch noch vernünftig?